Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Martin Görsch, Traden auf Wolke 7. Ich freue mich, dass Sie natürlich mit dabei sind und hier live dabei sind und natürlich auch, dass Martin wieder für uns eine Stunde Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bin sehr auf den heutigen Abend gespannt und bevor ich den Bildschirm dann jetzt auf Final übertrage, müssen wir natürlich einmal wie immer den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Ja, Martin, ich bin wirklich sehr gespannt, was du uns für Schätzchen rausgesucht hast oder raussuchen wirst. Ich habe schon gesehen, du magst Roku ja aktuell sehr gerne. Also übertragen wir den Bildschirm. Und ja, viel Erfolg und viel Spaß. Ja, super. Vielen Dank. So, da haben wir es. Also, dann vielen Dank, Nelson. Ja, und vielen Dank auch, dass ich hier die Möglichkeit habe, heute mal wieder ein bisschen was zu zeigen. Ich mache mal meine Cam an, ja, dass man auch sieht, ich sitze hier tatsächlich und bin nicht irgendwo im Urlaub, was allerdings Wie? Wo schade ist der ist. Strand? Ja, der fällt dieses Jahr aus, glaube ich. Also, bisher war noch kein Urlaub. Ja, wir sind da auch ein bisschen ängstlich noch immer. Okay, obwohl wir jetzt tatsächlich durchgeimpft sind. Ja, Wuhu! sehr Okay. gut. Alles klar. Ja, dann legen wir los, würde ich sagen. Ja, wir haben wieder eine Menge zu tun. Wir haben viel, was wir schaffen wollen. Ich mache einfach mal die Cam kurz aus. Dann haben auch alle nachher das Bild voll. Und ja, der Nelson war ja schon so freundlich und hat hier schon auf den Risikohinweis hingewiesen. Vielleicht noch mal ganz klar, das, was ich hier zeige, sämtliche Analysen sind bitte keine Kaufen, Verkaufen oder Halten Empfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, sondern repräsentieren rein meine subjektive Meinung, die auch oft genug falsch ist. Ja, also auch das bitte berücksichtigen. Offenlegung noch ganz klar. Ich handle selber sehr intensiv im Aktienbereich als auch im Futures-Bereich und von daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in einigen Märkten, die wir uns hier anschauen, Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Und in ein paar bin ich ja auch schon drin. Die haben wir ja auch zum Teil gemeinsam hier aufgebaut und dementsprechend bitte ich also auch das zu berücksichtigen. Ich bin in diesen Werten mit investiert. Okay, also wir gehen mal direkt in die Charts rein. Das ist ja immer das, was so am interessantesten ist. Ich habe hier jetzt mal den S&P 500 offen. Das machen wir ja am Anfang eigentlich immer, dass wir einmal auf das große Gesamtbild gucken. Ja, einfach dafür, dass wir sehen, ist der Gesamtmarkt gesund? In welche Richtung bewegt er sich? Sehen wir, dass die Indizes neue All-Time-Highs machen? Sehen wir, dass wir in einer starken Korrektur sind und so weiter? Und das benutze ich im Prinzip dafür, um abzuschätzen, in welche Richtung möchte ich denn unterwegs sein? Ja, übergeordnet Long oder vielleicht ein paar Shorts mit beimischen, um so ein bisschen auch einen Hedging-Charakter drin zu haben, wenn die Märkte andeuten, dass sie vielleicht in eine Korrektur gehen wollen oder vielleicht sogar überwiegend Short-Positionen, wenn wir in einem klaren Abwärtstrend sind. Ja, und ich glaube, wir müssen hier nicht groß überlegen, in welche Richtung hier der Trend läuft. Dafür brauchen wir auch eigentlich nicht mal auf den Ichimoku gucken. Aber wenn wir das hier machen und kombinieren das Ganze, dann sehen wir, dass wir im Wochenchart hier für den S&P, ja, wie soll ich sagen, super bullish sind. Ja, nach wie vor super bullish. Also keinerlei Veranlassung hier momentan Short-Positionen aufzubauen. Wir haben tatsächlich vor 2 Monaten, glaube ich, war das. Da haben wir auch beim letzten Mal tatsächlich vergessen, drüber zu schauen, weil alles eben wieder so extrem long aussah. Hatten wir einen Short schon aufgebaut. Das war in der Zeit, wo der Nasdaq sehr, sehr schwach war. Da hatten wir uns dann einen Nasdaq-Wert rausgesucht nach Ichimoku, um den zu shorten. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf, was da draus geworden ist. Aber ansonsten ist für heute ganz klar der Fahrplan wieder positiv auf der Long-Seite. Ja, wir wollen hier keine Shorts suchen heute, wir wollen wieder mal nur Long-Trades suchen, einfach weil der übergeordnete Trend klar aufwärts gerichtet ist. Ja.
Wir hatten uns ja im Vorwebinar gerade schon mal kurz angeguckt, wo denn so die Zielbereiche liegen könnten. Dafür gehe ich mal in den Tageschart. Ja, der nächste Zielbereich, der sich hier ziemlich klar eigentlich anbietet, ist dieser, indem wir uns einfach mal die letzte Korrektur anschauen. Die ist im S&P am Donnerstag hier gelaufen. Die ging von ungefähr 4.355 Punkte runter auf 4.280. Und dieses Level projizieren wir einfach einmal hier oben drauf und dann kommen wir in den Bereich 4.430. Ja, ich hatte ja so die ganzen letzten Male, wo wir hier zusammen waren und uns den S&P angeschaut haben. Und so habe ich ja immer von 4.400 als Kursziel gesprochen. Das war so mein grobes Kursziel seit Beginn des Jahres. Da sind wir ja jetzt schon fast. Ja. Jetzt müssen wir aber auch sehen, dass wir so typischerweise bis 20., 23., 7. einen sehr starken Juli-Monat haben und danach meistens deutlich schwächer werden saisonal. Ja. Also es macht durchaus auch Sinn, mal einen Blick drauf zu werfen, wie sich diese Märkte saisonal verhalten. Und das ist im S&P und auch in den übrigen Indizes, ist das recht deutlich zu sehen, dass wir ganz häufig die ersten 3 Wochen im Juli sehr stark sind, die letzte Woche dann deutlich schwächer werden und dann auch tatsächlich in eine lang ausgerichtete Seitwärtsphase bis Abwärtsphase reinlaufen. Und zwar im August, September. Ja, also August, September, ganz typisch schwache Monate. Und das muss man in seinen Setups auch irgendwo ein Stück weit berücksichtigen. Deswegen finde ich auch immer noch den Bereich 4.400 gar nicht so schlecht. Ja, wenn wir uns das saisonal anschauen, dann haben wir ein paar Tage noch, die wir aufwärts gerichtet sein können. Und ich würde dann auch wirklich damit rechnen, dass wir irgendwo zwischen 4,4 und 4,420, 4,430 dann vielleicht auch erstmal so das kurzfristige Top sehen, bevor wir dann vielleicht auch ein bisschen deutlicher korrigieren. Ja, es ist im Moment so, dass wir viele externe Stressoren drin haben, die hier sehr schnell noch sich negativ auswirken können. Ja, das kann eine Corona-Mutante sein, wo vielleicht die Impfungen auf einmal nicht mehr so richtig wirken. Das kann sein, dass wir wieder eine deutlich erhöhte Inflation bekommen, ja, dass da die Inflationszahlen erneut anziehen. Die sind ja zuletzt doch ein bisschen ruhiger geworden. Sehen wir ja auch an den Anleihen auf die 10-jährigen, also an den Renditen auf die 10-jährigen Anleihen. Die sind auch deutlich zurückgekommen, ja, von über 1,7% auf unter 1,3%. Und da sieht man, dass sich diese ganze Inflationspanik, die ja tatsächlich schon im Markt war zwischenzeitlich, dass sie sich einfach zuletzt wieder ein bisschen abgekühlt hat. Und das ist zum einen natürlich positiv für die Aktienmärkte insgesamt, wobei es hier so ist, dass die Rallye keine so große Breite hat, wie ich das gerne sehen würde. Ja, also es sind viel immer noch Technologiewerte jetzt wieder, die ziehen. Vor allem seit die Zinsen auf die Anleihen zurückkommen, sind es doch arg die Technologiewerte. Ich schaue mal gerade, ob ich den NQ hier drin habe. Habe ich nicht. Dann nehmen wir uns den hier schnell noch in die Liste mit rein. Ja, und dann können wir hier nämlich auch mal drauf schauen. Ja, und da sehen wir auch, der läuft in der letzten Zeit doch noch deutlich stärker als der S&P. Ja, hat hier also auch schon den Ausbruch gezeigt und war auch heute schon wieder hier ganz kurz auf einem neuen All-Time-High. Das letzte war 14.884, jetzt waren wir hier 14.888, waren also 4 Punkte heute intraday schon wieder auf dem neuen All-Time-High. Und seitdem wird hier erstmal wieder abverkauft. Ja. Okay, aber insgesamt, ja, ein Blick auf den Görs-Trend reicht im Prinzip schon. Die Märkte sind aufwärts gerichtet, sind stark, sind bullisch, heißt für uns also Long-Positionen suchen. Gut, und jetzt schauen wir uns ja immer an, was es so an Ichimoku-Signalen gibt. Und vorher werfen wir einen Blick auf das, was wir schon haben, was wir also in der letzten Woche oder im letzten Termin oder in den Terminen davor aufgebaut haben und was vielleicht an den Positionen rausgegangen ist, damit man auch immer noch mal ein bisschen was vielleicht sieht in Richtung Trade Management und so. Vielleicht fangen wir kurz mit der Short-Seite an, weil die geht eben sehr schnell. Da hatten wir, wie gesagt, vor einiger Zeit schon hier in diesem Bereich. Das ist hier Anfang Mai. Ich habe ja gesagt, vor 2 Terminen. Wir haben ja ungefähr alle 4 Wochen diesen Termin. Haben wir hier eine Short-Position aufgebaut in Micron. Und
Ja, warum haben wir das gemacht? Wie gesagt, Anfang Mai war der Nasdaq relativ schwach. Ja, das sah alles so aus, als wenn wir vielleicht in einen mittelfristigen Abwärtstrend kippen. Das ist am Ende nicht passiert. Aber wir haben jetzt ja gerade gesehen, Nasdaq super bullisch, neue All-Time-Highs, selbst heute neues All-Time-High. Und was sehen wir hier in der Aktie, die wir geschortet haben? Da tut sich nichts. Ja, zur Oberseite tut sich da nicht viel. Wir sind jetzt zweimal relativ eng vor den Stop gelaufen, sind aber nicht ausgestoppt worden und sehen, dass sich jetzt hier zuletzt diese Abwärtssequenz, ne, sogar nochmal fortgesetzt hat. Also wir haben jetzt hier eine intakte Abwärtssequenz, können jetzt im Prinzip hier auch mit dem Stop schon ein bisschen enger hinterherrücken. Ich würde jetzt nicht mehr sehen wollen, dass wir hier noch über 85, 50 gehen. Da kriegen wir nochmal ein kleines bisschen an Risk raus. Und ansonsten ist hier im Moment nicht viel zu tun. Ja, es ist immer gut, wenn wir sehen, dass wir eine Position Short haben, die von einem steigenden Gesamtmarkt überhaupt nicht profitieren kann. Ja, schauen wir es uns nach Ichimoku noch mal kurz an. Na, dann sehen wir, als wir eingestiegen sind, sind wir unter die Wolke gegangen. Wir sind also aus der Wolke ausgebrochen, sind dann unter dieses letzte Tief und an der Stelle sind wir dann Short gegangen. Haben dann ein Retracement gesehen, ja, was sogar vor der Wolke schon wieder abgedreht hat, was eben auch unseren Stop, der hier ein bisschen höher lag, verschont hat. Haben hier einen neuen Abwärtsimpuls. Und was haben wir jetzt gesehen? Wir sind aus der Widerstandswolke wieder erneut nach unten ausgebrochen. Wir sind mit dem Kurs unterhalb der beiden Linien, Rot und Violett. Wir sind mit der nachlaufenden Blauen hier unterm Kurs. Das ist alles negativ. Ja, und dementsprechend lasse ich diese Position hier auch einfach noch laufen. Wir haben hier jetzt ein sehr kontrolliertes Risiko. Selbst wenn die nach oben wegzieht, dann wären wir eben hier ausgestoppt. Das ist auch nicht weiter tragisch, weil wir ja dann eben auch noch entsprechend Long-Positionen auf der anderen Seite haben, die dann davon profitieren, wenn der Gesamtmarkt steigt. Ja? Also die lasse ich jetzt einfach mal so als kleinen Hedge hier noch mit drin. In der Erwartung aber doch irgendwann ausgestoppt zu werden, wenn der Nasdaq eben weiter so stark performt, wie er das im Moment macht. Also das ist die einzige Short-Position, die im Moment hier liegt, und die noch läuft. Long-Positionen haben wir schon sehr, sehr lange drin. Jetzt hier die Google. Ja, die haben wir im Laufe der Zeit hier immer weiter mit dem Stop nach oben betreut. Ja, hatten zuletzt dann hier, also als erstes mal hier eine Range-Bildung, sind dann nach oben ausgebrochen, haben die Range nochmal getestet, dann ging die Bewegung weiter, dann haben wir den Stop hier hinterhergezogen, dann hatten wir hier die nächste Range, sind nach oben ausgebrochen, haben den Stop hier hinterhergezogen, ja, dann hatten wir hier die nächste Korrekturbewegung, die dann ganz kurz auch hier vor unseren Stop gelaufen ist, sich dann nach oben weiterentwickelt hat. Jetzt haben wir hier den nächsten dynamischen Ausbruch nach oben gesehen. Und jetzt sind wir eben hier in der Situation, noch mehr Gewinne abzusichern. Ja, ich vergrößere das jetzt noch mal kurz ein bisschen. Wir haben hier auf der Oberseite keine Ziele mehr. Ja, wir sind am All-Time-High und die Aktie rennt und rennt und rennt und hört überhaupt nicht auf. Und da muss man jetzt immer so ein bisschen abwägen, wie viel möchte man sich an Gewinn absichern? Wie viel ist man bereit, wieder herzugeben? Wie lange möchte man noch dabei sein? Und ich möchte halt immer möglichst lange dabei sein. Und wir müssen sehen, wir haben jetzt hier ein wichtiges Kauflevel. Das liegt hier ungefähr in diesem Bereich. Ja, da sind wir hier in so einer, ja, so einer kleinen Tasse-Henkel-Formation im Prinzip. Ich zeichne das mal kurz ein. Da sind wir hier im Prinzip, das ist die Tasse, hier ist der Henkel. Ja, und da sind wir hier aus dieser Tasse Henkel ausgebrochen, haben das Kursziel, die Höhe der Tasse, hier auch schon erreicht. Ne? Aber wir sind ja jetzt hier keine Trader von kleinen Formationen im super kurzfristigen Handel, sondern wir wollen ja den größeren Trend mitnehmen. Ich würde jetzt aber nicht sehen wollen, dass wir unter dieses Tief hier wieder drunter weglaufen. Ja, wir haben noch den Bereich dieser alten Hochs hier drin. Das ist alles Unterstützung und dementsprechend gehe ich mit dem Stop jetzt hier etwas unter dieses letzte Tief. Ja, und wenn der Markt das dann hier holt nach unten, dann sind wir eben aus der Position wieder raus. Aber bisher sieht das alles ganz gut aus. Wir lassen die einfach weiterlaufen. CME Group, hatten wir eine Position, die war beim letzten Mal auch noch aktiv. Da waren wir hier schon relativ dicht ans Ziel gelaufen. Da hatten wir gar nicht so ein großes Ziel, und mussten von daher hier irgendwas machen, um die Risiken zu reduzieren. Ja, der erste Stop, der lag hier unten.
in diesem Bereich. Und dann hatten wir in der Session beim letzten Mal den Stop hier hinterhergezogen, knapp unter 208 Dollar. Da sind wir vor ein paar Tagen hier ausgestoppt worden mit einem sehr kleinen Verlust. Aber im Prinzip ein gutes Stop-Level. Ja, wir sind aus der Wolke nach unten ausgebrochen und dann haben wir die Position an der Stelle hierher gegeben. Ja, das sieht mittelfristig hier immer noch alles ganz nett aus. Wir müssten aber für einen Einstieg definitiv hier auf neue Signale warten, ob wir auch tatsächlich wieder nach oben aus der Wolke rausgehen. Also die CME Group, die ist raus und dementsprechend fliegt die jetzt hier auch von der Liste. Dann haben wir eine Position in Align Technology. Da hatten wir in der letzten Session die Order gelegt. Da ist sie noch nicht ausgeführt worden. Die ist erst deutlich später ausgeführt worden. Aber das ist für uns am Ende ja total egal. Als Swing Trader haben wir unsere Orders im Markt und dementsprechend ist das für uns wurscht, ja, ob die direkt am selben Tag rausgeht, ob die am nächsten Tag rausgeht oder eben in der nächsten Woche, spielt für uns überhaupt keine Rolle. Solange das Stop-Level noch passt. Ja. Was ich damit meine, ist, wenn so eine Bewegung jetzt von hier, wo wir gerne hätten einsteigen wollen, ja, eben nicht nach oben rausläuft, sondern hier nach unten rausläuft und der Kurs geht unter unser avisiertes Stop-Level, dann nehme ich die Order aus dem Markt. Ja, weil dann würde sich im Prinzip das Grundsetup verändern. Dann bräuchten wir einen Stop, der jetzt auf einmal größer wäre. Und das ist also etwas, was ich normalerweise bei diesen Positionen gar nicht sehen will. Also hier läuft eine Position, hat sich jetzt viele Tage so ein bisschen seitwärts, leicht abwärts entwickelt. Jetzt seit gestern sind wir da ein bisschen positiver wieder ausgerichtet. Und interessant wird es eben jetzt hier, wenn wir über dieses letzte Hoch hier hinausgehen. Dann wird das eine interessante Geschichte, wie weit die sich jetzt nach oben wegbewegen kann. Die ersten Kursziele, ja, die können wir uns hier im Prinzip auch wieder ganz einfach über unseren kleinen Target-Shooter hier holen. Ja, vom letzten Hoch die Korrektur, die setzen wir oben drauf und dann kommen wir hier in den Zielbereich um 755, 756 Dollar. Das wäre der Zielbereich. Ja. Können wir im Prinzip jetzt hier auch schon eine Limit-Order reinsetzen. Wie viel haben wir da? 5 Stück. Zack. Ja, setzen hier die Limit-Order rein zum Verkauf und können jetzt das Ganze hier noch als OCO verknüpfen, dass wenn eine ausgeführt wird, die andere automatisch gelöscht wird. Dann haben wir jetzt also Align hier auch abgearbeitet. Applied Material war ein ähnliches Setup wie in der Align. Haben wir hier auch einen Ausbruch gehandelt. Stop-Level liegt hier an diesem letzten kleinen Zwischentief. Ja, die Aktie ist einmal, zweimal jetzt Richtung Stop-Level gelaufen, aber beide Male nicht weit genug zurückgekommen. Hier wird es jetzt für uns interessant, wenn wir aus dieser ja, quasi Flagging-Formation hier nach oben rausgehen, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen besser aus. Im Moment gefällt es mir nicht so gut. Wir sind an einem wichtigen Widerstandslevel hier oben einmal, jetzt das zweite Mal hängen geblieben. Finde ich ein bisschen ungünstig. Ich mag es dann auch nicht, wenn wir dieses letzte Tief nochmal unterschreiten. Das haben wir hier kurz gemacht, aber eben nur Intraday. Von daher noch nicht ganz so wild. Ich würde jetzt aber eigentlich gerne sehen, dass wir hier also diese letzte kleine Abwärtstrendlinie hier überschreiten können und dann auch über die 141 quasi unser Einstiegslevel wieder rausgehen. Ja, dann rechne ich mir hier noch ganz gute Chancen aus. Jetzt im Moment gefällt mir das Ganze nicht so gut. Dann hatten wir eine Position aufgebaut auf Intuitive Surgical beim letzten Mal. Die ist extrem gut angelaufen. Ja, sowas mag ich immer. Das sehe ich gerne, wenn man irgendwo einsteigt. Na, wir sind hier tatsächlich sehr aggressiv eingestiegen beim letzten Termin, hatten den Stop unterm letzten Tief. Das oben hier war unser Ziel, 955. Ja, vielleicht zur Not auch einfach nochmal die Aufzeichnung vom letzten Mal anschauen. Da ist dann auch die Herleitung dieser ganzen Setups mit drin. Und die ist jetzt vor 3 Handelstagen hier im Gewinn ausgebucht worden. Ja, die hat quasi das Gewinnziel erreicht und dann sind die Trades auch raus und damit können wir jetzt hier auch alles rausnehmen und die fliegt auch erstmal von der Liste, die ist erledigt. Und dann hatten wir beim letzten Mal die Lululemon, ja, hatten gesagt, wir wollen erstmal sehen, dass die hier nach oben ausbricht und uns dann
den Chart nochmal anschauen. Und das, was wir eben gesehen haben, war der Break hier nach oben. Ein Gersh-Trend, der dann hier auch über diese letzten kleinen Mini-Hochs hier noch drüber hinausgegangen ist. Und am nächsten Tag habe ich dann hier ungefähr knapp über dem Hoch in einem kleinen Retracement hier die Long-Position aufgebaut. Und die ist dann auch relativ schnell hier in den Zielbereich gelaufen und am gleichen Tag wie die Intuitive Surgical am Ziel rausgegangen. Ja, so sehen wir das immer gerne. Vom Chance-Risiko-Verhältnis haben wir hier auch eine Situation gehabt. So, und das hier ist das, was ich haben wollte. So, ja, da haben wir hier in 1,8 zu 1 ungefähr getradet, sind mit 1,8, mit dem 1,8-fachen anvisierten Stop sind wir hier rausgegangen. Ja, also auch Intuitive Surgical ist jetzt eben raus, alles erledigt und auch die fliegt von der Liste. So, jetzt haben wir im Moment eben noch drei offene Positionen in Long-Richtung, eine offene Position in Short-Richtung und dann begeben wir uns jetzt mal auf die Suche, was hier heute noch an interessanten Setups auftaucht. Christian, nein, Währungen besprechen wir heute hier nicht. Ja, wir haben das hier im Moment relativ stark aktienbasiert aufgebaut und dadurch, dass dann die Trades eben hier auch gemacht werden, lassen wir das im Moment im Aktienbereich. Okay, also das, was wir uns immer anschauen wollen, das sind im Prinzip diese Signale, die sich hier aus dem Top Trader Signals Add-on ergeben. Für alle, die sich das vielleicht gerne mal angucken würden, über längere Zeit. Ich packe einfach mal kurz einen Link in den Chat. So. Ja, das ist der Link, wo das Ganze hinterlegt ist. Wenn noch kein FX-Flat-Konto besteht und hier wird eins aufgemacht, dann hat man hier die Möglichkeit für 3 Monate einfach dieses Add-on mal kostenlos zu nutzen. Für alle anderen, die einen Agena Trader nutzen und schon ein FX-Flat-Konto haben, ist es immer möglich, das direkt aus der Plattform sich für, ich glaube, für 2 Wochen als Demo-Version mal zu holen und dann kann man sich das auch einfach mal 10 Handelstage anschauen, mal gucken, wie das alles so funktioniert. Da sind eben nicht nur diese ganzen Ichimoku-Signale, die wir uns jetzt hier anschauen, drin, sondern da sind noch 9 oder 10 weitere Strategien hinterlegt, die man im Aktien- und im Währungsbereich traden kann. Die sind im Handbuch alle auch recht genau erklärt. Ja, da ist sowas wie ein Holy Grail bei von Linda Raschke oder so. Ja, diese Rücksetzer zum 20er Exponential Moving Average. Und da werden eben, wenn sich Handelssignale entwickeln, diese dann auch vollautomatisch angezeigt. Das ist also ideal für alle, die gerne traden wollen und vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, mit welchen Strategien sie arbeiten wollen, vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wie sie Märkte screenen sollen, wie sie überhaupt sinnvolle Trading-Kandidaten finden. Ja, die können das einfach mal über dieses Add-on probieren. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, Trading-Setups zu finden. Ja, und das ist ja im Prinzip auch genau das, was wir hier machen. Wir machen es hier eben für diesen Bereich Ichimoku. Diese ganzen Ichimoku-Signale, die wir uns hier anschauen, die sind eben im Add-on auch drin. Und ich habe hier noch zusätzlich was anderes drin. Das ist mein Gersh-Trend-Indikator. Der ist in diesem Add-on auch mit dabei. Der kostet normalerweise so um die 150 €, je nachdem, für welche Plattform der gekauft wird. Der ist im Add-on hier mit enthalten. Und da kann man eben über diesen Indikator sich auch zusätzlich im Agena Trader Conditions erstellen. Ja, und diese Condition, die jetzt hier drin ist, dieses Gersh-Up und Gersh-Down, was wir hier sehen, das zeigt uns im Prinzip, also das prüft die Übereinstimmung des Gersh-Trend-Indikators hier auf Tagesbasis und auf Wochenbasis. Und das ist für mich so ein erstes kleines Testkriterium, ja, so ein Filterkriterium, ob ich ein Signal, was entsteht, überhaupt handeln möchte oder nicht. Weil nehmen wir mal an, ja, wir haben jetzt wie hier in der, ja, FTI, haben wir ein Short-Signal,
Wir sehen hier einen Kumo-Breakout auf der Short-Seite, also der Kurs bricht aus der Wolke aus. Ja, sehen wir hier, da ist der Ausbruch aus der Wolke. Wir sehen aber auch sofort, dass dieses Feld leer ist. Und wenn dieses Feld hier leer ist, dann heißt das, wir haben in den Zeitebenen Tageschart und Wochenchart unterschiedliche Trends, die hier vorherrschen. Das heißt, wir haben hier einen Abwärtstrend und haben hier aus dem Wochenchart noch einen ganz leichten Aufwärtstrend und damit ist das Ding durch. Ja, das wird nicht gehandelt, weil wir eben nicht kongruent sind auf den beiden wichtigsten Zeitebenen für uns, nämlich Tageschart und Wochenchart. Ja, das Gleiche hier bei der KSU. Ja, wir sehen auf dem Wochenchart ganz klarer Aufwärtstrend. Ne? Erkennt man ja hier auch schön. Aktie läuft schön aufwärts, ist gerade hier in einer kleinen Korrektur drin. Aber wir sehen auf dem Tageschart ist das Ganze ein intakter Abwärtstrend. Der Trendindikator ist abwärts. Wir sind hier eben auch schon unter der Wolke. Dementsprechend ist dieses Setup hier entstanden. Aber wir wollen das nicht handeln, ja, weil der Wochenchart nicht abwärts gerichtet ist. Ne? Abgesehen davon, dass wir ja ganz klar gesagt haben, wir suchen heute hier eh nur noch Long-Signalen. Aber das ist eben ein Grund, diese Dinger nicht zu traden. Und für die Long-Richtung ist es genau das Gleiche. Ja? Schauen wir uns hier Bank of New York an. Sehen wir Wochenchart, na, schöner Aufwärtstrend, alles super, alles toll. Wir sind deutlich über der Wolke, blau ist über dem Kurs, der Kurs ist oberhalb der Violetten, so sieht alles super aus. Gersh-Trend ist positiv, aber Gersh-Trend im Daily ist negativ und damit fällt das Ganze aus, ja, für die Long-Seite gehandelt zu werden. Das bedeutet für uns jetzt in erster Linie, wir schauen uns heute die Setups an, die hier frisch entstanden sind, die also dunkelgrün sind, bei denen Gersh-Up dahinter steht, weil da wissen wir schon direkt, okay, der Trend nach Gersh-Trend-Indikator ist im Tageschart aufwärts gerichtet und der ist im Wochenchart aufwärts gerichtet. Ja? Dann können wir uns hier immer noch mal die relative Stärke nach Levi anschauen, die finde ich auch immer ganz wichtig und da will ich nach Möglichkeit hohe Werte hier sehen. Ja? Also fangen wir einfach mal an hier mit der EXC, schauen uns das Ganze mal kurz an. Wir beginnen mit dem Wochenchart. Ja, wir sehen hier, Wochentrend ist bullish. Na, wir sind oberhalb der Violetten, wir haben Rot über Violett, wir sind über der Wolke, Blau ist über dem Preis. Ja, ist erstmal alles bullish, außer dass wir eben mit dem Preis hier noch an der roten Mittelwertlinie hängen. Ja, so. Und was mir hier auch nicht gefällt, ist, dass der RSI auf dem Wochenchart hier abwärts gerichtet ist. Finde ich nicht so ideal. Und würde ich dementsprechend auch nicht traden wollen. Auch sehen wir hier, Gersh-Trend, ja, ist so ziemlich unentschlossen. Ne? Läuft von grün nach rot, nach grün, nach rot, nach grün. Ungünstig. Ja, wollen wir nicht unbedingt sehen. Das, was wir sehen wollen, ist sowas wie hier. Ja, ein schöner, trendiger Markt, ein schöner, trendiger Indikator, der hier sauber nach oben läuft, wo das Momentum zunimmt. In dieser Phase hier wollen wir long sein. Ne? Hier eher nicht so unbedingt. Also fällt das schon mal aus. BXP. Auch hier fangen wir wieder auf dem Wochenchart an. Ja, wir sehen auf dem Wochenchart, RSI kommt ein bisschen runter, ist aber zuletzt jetzt hier stabil. Ja, auch auf einem guten Level hier, auf dem Level dieser alten Hochs im Indikator. Gersh-Trend sieht gut aus. Wir sind hier komplett bullish. Wir haben also vom Ichimoku sind wir komplett bullish. Wir haben hier eine bullische Wochenkerze. Ja, auch das gefällt mir sehr gut. Wir sind kurz unter die rote gedippt und sind dann sofort innerhalb der Woche wieder aufgekauft worden. Boston Properties, bullische Wochenkerze. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an, wie die Bewegung heute läuft. Das war der Freitag, sehr dynamisch über die letzten Hochs gegangen. Heute hier der Breakout zur Oberseite. Ist sehr früh gekommen über den Tag. Ist leider ohne uns gegangen. Ja. Die ist mir jetzt innerhalb des Tages schon zu weit gelaufen. Wenn wir hier rechtzeitig reingeschaut hätten, wäre das hier das Breakout-Level gewesen um 117,40, 117,50. Das wäre noch ein Bereich gewesen zum Einsteigen. Das jetzt ist mir definitiv zu weit gelaufen. Sieht aber insgesamt gut aus, sollte man vielleicht auf der Watchlist behalten, falls es ein kleines Retracement gibt und dann so eine kleine Bodenbildung. Ist aber für heute dann auch nichts Neues. So, Körner Corporation. Also gefällt mir auf dem Wochenchart ganz gut. Ja, ist hier zwar stark abverkauft worden, Anfang des Jahres, deutliche Korrektur gezeigt,
Ich schaue mal gerade parallel, wann es hier Quartalsberichte gibt. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Da haben wir die nächsten Earnings Anfang August. Okay, das ist noch ein bisschen hin. So, ein bisschen problematisch ist dieses Level hier oben. Ja. Starker Widerstandsbereich auf dem Wochenchart. Wirklich starker Widerstandsbereich, in den wir hier reinlaufen. Wir gucken es uns trotzdem noch mal kurz auf dem Daily an. Sieht auf dem Daily nicht schlecht aus. Wir haben hier sowas wie so eine kleine Bull Flag. Ja, allerdings auch hier eben Gersh-Trendindikator. Rot-Grün, Rot-Grün, Rot-Grün. Ganz kleine Range. Ist nichts, wo ich handeln möchte. Ja, ist mir nicht gut genug. Also auch die fällt leider aus. So, das nächste, was wir hier haben, Northern Trust Corporation. Gefällt mir der RSI überhaupt nicht hier. Ist viel zu stark runtergekommen und dreht jetzt auch schon wieder hier nach unten weg. Gefällt mir nicht so besonders gut. Wir haben eine leicht bullische Wochenkerze, aber das ist alles hier innerhalb dieser letzten Range, die von dieser Woche vorgegeben worden ist. Ach, irgendwie gefallen mir die Setups hier heute alle nicht. Ja, wir sind noch in der Wolke. Die blaue ist noch deutlich unterhalb des Preises. Aber wir sehen, dass hier deutlich das Momentum aus dem Gersh-Trend rauskommt. Also das ist alles nichts, was ich sehen will. Ah. Möchte ich auch gerne nicht im Depot haben. Was haben wir noch? Discover Financial. Oh, die gefällt mir gut. Die gefällt mir gut. Ja, schöner bullischer Gersh-Trend hier weit über der Wolke, blau über dem Preis. Wir sind deutlich über der violetten, wir sind über die rote. Und wir hatten auch hier eine bullische Umkehrkerze, einen bullischen Hammer im Wochenchart und sehen heute hier auch schon deutlich Druck auf dem Markt. Sind jetzt hier gerade nach oben rausgegangen. Das wäre was, wo ich bereit bin, hier noch einen kräftigen Momentum-Trade zu machen, wo wir den Stop auch gar nicht hier am letzten Tief lassen, sondern wirklich unter die Momentum-Kerze ziehen, also sehr aggressiv. Und da müssen wir jetzt mal kurz schauen, wo hier die Ziele liegen würden, vom letzten Hoch bis zum letzten Tief, die Korrekturziel hier oben, 137,80. Und unser Risk-Reward, wenn wir jetzt hier zum Marktpreis einsteigen, den Stop unter die Tageskerze legen, dann sind wir bei 1,7, 1,8 zu 1 ungefähr. Ja, also wir haben hier bei 133, 21 haben wir ein 1 zu 1. Hier oben bei 139, 40 haben wir ein 2 zu 1. Ja, und unser Stop. Wir sind jetzt 126,91, liegt hier unten bei 120,70. Das sind ungefähr 6 Dollar pro Aktie. Wir wollen immer so mit einem Risiko von 300 € hier ungefähr arbeiten. Also würde ich mal ganz grob sagen, nehmen wir 50, 55 Aktien, nehmen wir 50, dann haben wir ein bisschen weniger als 300 € Risiko. Dann sind wir so bei 300, etwas über 300 Dollar. Und dann passt das soweit. Also gehen wir hier in einen Kauf und zwar kaufen wir hier direkt zum Marktpreis. Also 50 Stück. So, und unseren Stop platzieren wir hier unten drunter. Ja, ein bisschen tiefer noch, 120, 40. Und zwar für 50. Und auf der Oberseite haben wir unser Ziel bei ungefähr bei 137,80. Da wollen wir dann per Limit raus. Und das Ganze verbinden wir jetzt hier auch. Und das war's. Ja. So. Ja, was gefällt mir jetzt hier so gut? Naja, wir sind im Daily wieder
im aufsteigenden Ast hier am Görstrendindikator. Wir sehen, dass das Momentum hier zunimmt, ja, schon zur letzten Woche. Jetzt sehen wir hier eine deutliche Momentumkerze heute. Das heißt, am Ende des Handelstages wird Görstrend hier noch deutlich weiter oben stehen. Wir sind also ganz klar hier wieder im bullischen Bereich. Mir gefällt sehr gut, dass wir hier die Wolke kurz getestet haben und dann mit einem deutlichen Upgap hier, das ist das stärkste Momentum, was wir kriegen können, ein Gap im Markt, mit einem deutlichen Upgap hier nach oben gelaufen sind. Und haben dann hier auch quasi noch so einen Doppelboden ausgebildet, haben den Break jetzt gesehen über dieses letzte Hoch. Den hätte ich natürlich am liebsten getradet. Dafür waren wir zu spät. Jetzt haben wir hier den Breakout über das genommen. Und das sieht alles sehr, sehr stark aus. Könnte sein, dass wir morgen nochmal ein bisschen retracen, vielleicht übermorgen auch nochmal. Und dann spätestens sollte das Ganze aber weiterlaufen. Ja, man kann also in solchen Situationen auch gerne hier so im Bereich um 125, 40, 125, 50 versuchen, per Limit zu ordern. Ja, aber dadurch, dass wir hier sowieso einen recht aggressiven Trade aufsetzen, mit dem Stop schon direkt unter der Kerze und hier ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis auch bei dem höheren Einstieg haben, ist das für mich hier insoweit in Ordnung. Okay, den nehmen wir jetzt natürlich auch hier in unsere Longliste. Den wollen wir da immer griffbereit haben. Was haben wir noch an neuen Setups? Hier habe ich schon eins reingelegt. Das habe ich eben vor Beginn des Webinars schon gemacht. Da habe ich das Ding gesehen, habe gedacht, wenn die hier oben über das Hoch rausgeht, möchte ich die gerne haben. So, gucken wir vielleicht auch noch mal kurz, wie die Gesamtsituation hier ist. Ja, wir sind also auf dem Wochenchart hier über dieses letzte Hoch gegangen, ziemlich deutlich drüber weg und haben dann ein Retracement gesehen, was fast bis aufs Hoch gegangen ist. Ja, also ein schönes Retracement. Und sehen, dass wir sofort hier wieder Käufer reinkriegen. Ja. Wir sehen, RSI liegt im Bereich der 70 auf dem Wochenchart. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Ja, RSI 70, das ist für mich so die Power Zone im Wochenchart. Ich weiß, dass im Daily immer gerne gesagt wird, großer RSI, ja, über 70. Das heißt, das Ding ist überkauft und da gibt es wahrscheinlich eine Korrektur. Aber ich kann euch aus Erfahrung eins sagen, in einem gesunden Marktumfeld, in einem gesunden Trend können Aktien sehr, sehr lange technisch überkauft sein und trotzdem weiter steigen. Ja, also diese Überkauft-Geschichte, die interessiert mich gar nicht so sehr. Was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist eine Überverkauft-Geschichte. Also eine Situation, wo die Märkte im Prinzip etwas zu weit gefallen sind. Und das schaue ich mir aber auch meistens gar nicht mit dem RSI an, sondern das schaue ich mir mit dem Slow Stochastic Indikator an. Der RSI hier auf dem Wochenchart, der ist für mich eigentlich für die Identifizierung der Power Zone da und der ist für mich da, um eben die jüngste Richtung des RSI zu sehen, ob wir hier an innerer Stärke zunehmen oder ob wir hier eine abnehmende Stärke haben. Ja? Und wir haben hier eine zunehmende Stärke. Wir sind kurz vor der 70. Ja, das sieht sehr, sehr bullisch aus alles. Wir haben einen Görstrend, der extrem weit oben steht, also der ein sehr gutes Trendmomentum hier auch sieht. Wir sind ja auf Ichimoku-Sicht hier klar über der Wolke. Wir sind über der violetten. Wir sind mit dem Preis über der roten. Blau ist über dem Preis. Hier ist alles positiv. Und dementsprechend ist das ein Ausbruch, den ich hier auch gerne traden würde. Ja, und ich schaue mir auch immer gerne an, wie ist das in der jüngsten Historie gelaufen bei den Breakouts? Und wenn wir uns das hier einmal kurz angucken, so und einmal schauen, ja, wie hat sich denn der Markt hier verhalten, wenn er nach oben ausgebrochen ist? Deutliches Momentum. Ja, wie hat er sich hier verhalten, als er nach oben ausgebrochen ist? Deutliches Momentum. Was würde ich jetzt erwarten, wenn der hier ausbricht? Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben, ja, ein deutliches Momentum. Und deswegen ist das eine Position, die mir hier von Wochensicht sehr gut gefällt. Und auf Tagesbasis sieht das Ganze auch nett aus. Ja, wir haben hier eine Korrektur gehabt, die in die Wolke gelaufen ist, sind aus der Wolke deutlich wieder rausgekauft worden, haben dann hier als erstes mal die rote überschritten. Das ist immer so das erste Signal. Parallel dazu ist der Kurs aus der Wolke gekommen, hat hier nochmal die Wolke getestet. Nächster Breakout,
Wolke getestet, wieder direkt an der Wolke hängen geblieben, sieht ganz hervorragend aus. Ja, und die Situation jetzt ist folgende. Wir sind oberhalb der Wolke, wir sind über der roten Linie, wir sind über der violetten. Rot ist über violett, die haben hier gekreuzt, das ist alles bullisch. Wir haben einen Gersh-Trend, der positiv ist und ansteigend ist. Ja, und wir sehen, dass wir mit unserer blauen Linie, ja, die ja hier um 26 Tage nach hinten verschoben ist, dass wir damit ab morgen, ja, Schlusskurs wird jetzt irgendwo hier vielleicht liegen, dass wir damit ab morgen dann auch oberhalb des Preises sind und damit ist auch hier auf dem Tageschart dann alles bullisch und dementsprechend möchte ich diesen Ausbruch zur Oberseite hier auch gerne handeln, wenn er denn kommt. Ja. Was haben wir hier an Risiko? Na, etwas über 3 Dollar, haben wir 100 Aktien und ungefähr 300 Dollar Risiko. Alles entspannt. Ich nehme das in die Longliste mit auf, dann haben wir den auch immer griffbereit. Okay, FRT brauchen wir uns nicht angucken, weil wir hier keinen Gersh Up haben. Gersh Up haben wir hier noch bei TEL. Michael fragt, ob denn im Gersh-Trend-Indikator die Setups mit dabei sind, Gersh Up und Gersh Down. Ja, wenn man also nur den Trend-Indikator sich beschafft, dann sind diese Sachen da auch mit bei. Da ist ein spezieller Arbeitsplatz für mit drin. Also ein Gersh-Trend-Arbeitsplatz, der quasi für den Agena-Trader in dem Add-on Gersh-Trend mit dabei ist. Da hat man dann eben diese Gersh-Up, Gersh-Down-Geschichten da direkt schon mit drin. Ja. Okay. So, also schauen wir hier weiter. Was haben wir jetzt hier? TE Connectivity Limited New Switzerland. Ah, habe ich ja noch nie gehört. Ist aber anscheinend eine S&P 500 Aktie. Gefällt mir gut. Ja, gefällt mir hier auf dem Wochenchart ganz gut. Ist eine schöne Seitwärtsrange. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der RSI hier deutlich zurückgekommen ist. Das ist nicht schön. Ja, warum? Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wer sich so ein bisschen mit Divergenzenanalyse auskennt, ja, wir haben hier steigende Hochs, haben aber hier fallende Hochs, finde ich nicht ideal. Ja, ist also etwas, was so ein bisschen hier ein Wermutstropfen ist. Von der reinen Ichimoku Cloud-Analyse her sieht das Ganze ganz positiv aus. Aber mir fehlt hier einfach auch zuletzt der Druck. Ja, hier kommt kein Druck mehr zur Oberseite. Jeder kleine Breakout, der hier läuft, wird sofort wieder abverkauft. Hier der nächste Breakout sofort abverkauft. Der nächste Breakout sofort abverkauft. Gefällt mir nicht gut. Und durch diese ganzen Abverkäufe kommen wir hier eben auch in die Situation, dass wir eine bärische Divergenz auf dem Wochenbild haben. Und dementsprechend fällt die auch aus. Da brauchen wir dann auch gar nicht weiter auf den Tageschart gucken. Ja. Texas Instruments ist ein Unternehmen, was ich fundamental ganz gerne mag. Was sehen wir hier? Ja, wir haben hier einen fallenden RSI. Finde ich auch nicht gerade toll. Ja, gefällt mir nicht so gut. Ansonsten ja, haben wir hier so eine Dreiecksbildung nach einem Aufwärtstrend. Das ist jetzt nicht wirklich, naja, man könnte es noch als Wimpel sehen. Ja. Dann haben wir hier die Fahnenstange, man könnte das noch als Wimpel sehen. Der ist aber ein bisschen verunglückt. Ne. Ist nicht so ganz toll, wie wir es gerne hätten. Ist mehr so eine Dreieckskonstellation. Finde ich auch nicht so ideal. Ja. Durch diesen fallenden RSI, ich sag mal, wenn die Begrenzung hier oben jetzt horizontal wäre, dann würde ich sagen, alles klar, lege ich rein, trade ich, aber dadurch, dass die Begrenzung schräg ist, schräge Begrenzungen funktionieren deutlich schlechter als horizontale. Ja, wir könnten uns jetzt hier über dieses und dieses und dieses hoch eine Linie ziehen und sagen, wir traden den Ausbruch über diese Level, über die 193. Ich vergrößere das mal kurz. Ja, wir traden den Ausbruch hier über die 193. Gefällt mir aber deswegen nicht, weil wir dann genau an einer Umkehrzone hier agieren. Ja, das hier war das letzte Hoch und dann haben wir hier 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen fallende Kurse gesehen. Das ist also ein klarer Verkaufsbereich und dementsprechend
Sieht das für mich hier jetzt nicht besonders sexy aus. Ja, wie gesagt, ich mag das Ding fundamental. Ich finde die toll. Also ich glaube, das ist auch ein gutes Investment. Aber wir schauen jetzt hier auf Trades. Und für einen Trade gefällt es mir nicht so gut. Da würde ich vielleicht lieber sehen, dass wir vorher mal hier unten Richtung Wolke laufen, 160, und dann wieder einen Aufwärtstrend ausbilden. Dann könnte man sich das nochmal anschauen. Wow, das war es hier auch schon im S&P. Dann werfen wir doch nochmal einen Blick auf den Nasdaq, was sich hier vielleicht ergibt. Sortieren uns das einmal kurz hier nach den Signalen. Tesla. Aha. Tesla. So. Was haben wir hier? Ein recht bärisches Dreieck, würde ich sagen, ne? Sieht nicht so besonders toll aus hier im Wochenchart. Ja, der Trend lässt auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Der RSI lässt hier im Kopf hängen. Nicht so toll. Tageschart, ja, Girsch-Trend, eher rot als grün, finde ich auch nicht so super. Ist eine dynamische Bewegung hier aus der Wolke, gar keine Frage. Aber am Level, wo wir jetzt sind, wartet hier auch erstmal Resistance. Ja, geht hier oben rauf, so bis $700 ist hier Widerstandsbereich. Über $700 wird das Ganze wieder ein bisschen interessanter. Ja, dann könnte man sich auch nochmal anschauen, wie hier sich das Ganze bewegt hat. Die ATR können wir hier mal kurz rausnehmen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay. Ja, also über $700 finde ich es deutlich interessanter. Jetzt hier unter $700 ist das für mich erstmal nicht interessant. Exelon. Schauen wir mal kurz auf die Woche. Ja, RSI läuft ein bisschen seitwärts, wäre jetzt aber nicht weiter tragisch, ist jetzt halt auch kein super starkes Level. Man sieht das auch langfristig. Na, wir sind hier auf dem Level, wo wir im November 2020 waren. Ist auch nicht so toll. Ich sehe hier eine ganz starke Verkaufszone. Und zwar ist das diese hier. Ja, das ist eine ganz starke Verkaufszone. Da sind wir mittendrin. Na, wir sind hier gescheitert, wir sind hier gescheitert, hier, hier. Klares Nope. Gefällt mir gut auf dem Tageschart, gar keine Frage. Na, sieht nett aus hier. Sieht aus, wenn wir jetzt hier gerade rausgehen nach oben, wir könnten mit einem engen Stop arbeiten, hier unter diesen letzten Tiefs irgendwo. Wir hätten ein weites Ziel hier oben, das letzte Hoch. Aber der Trend ist nicht besonders stark. Das sehen wir hier. Die Wochenansicht gefällt mir nicht, weil es eben in einem riesigen Verkaufslevel ist. Dementsprechend auch hier ein klares Nope. Ich hoffe, dass das für euch auch ganz interessant ist, einfach mal zu sehen, wann man vielleicht mal nicht tradet. Ja, man denkt immer, hey, es gibt so viele Gelegenheiten im Markt. Es muss ja eigentlich immer was da sein. Aber es gibt einfach Tage, da ist relativ wenig zu machen. Ja, das ist ja auch nichts. Ne? Wir haben hier einen starken Widerstand hier oben um 80, $81. Ja, das sind diese Level hier doppelhoch, ne, bestätigt mit dem Ausbruch nach unten. Wir haben hier ein starkes Verkaufslevel, was wartet. Ja, so bei 82, $83 ist auch nichts, was ich traden möchte. Ja, also. Kana Corporation hatten wir uns auch, glaube ich, gerade schon aus dem S&P 500 angeguckt. Texas Instruments hatten wir uns auch schon angeschaut. Das war es, mehr haben wir da nicht drin. Ja. Okay. Was haben wir noch? Wir können ja einfach mal so frei sein. Der Nasdaq ist das, was im Moment eigentlich hier ganz gut läuft. Ich schaue noch mal gerade kurz, wie der sich jetzt innerhalb des Tages hier entwickelt. NQ. Ja, stabilisiert sich hier auf dem Level, wo wir eben waren, um 14.840. Können wir mal kurz in die Stundenansicht gehen. Ja, stabilisiert sich hier auf diesem Bereich des Hochs. Ist also noch relativ stark. Dann gehen wir doch einfach mal in den Nasdaq und schauen mal, was wir hier gestern an Signalen hatten. Das können wir jetzt auch ein bisschen schneller machen. Wir haben hier noch 10 Minuten. Ja, fällt aus. Ja, sieht man, glaube ich, sofort. Also wäre schön, wenn ihr das sofort seht. Wir haben hier fallende Hochs. Ja, ganz klar fallende Hochs. Wir haben hier hinten fallende Tiefs drin. Wir sehen,
Gersh Trend kommt hier deutlich runter auf dem Daily, sieht alles nicht besonders toll aus. Auf dem Weekly sehen wir hier oben ein fettes Widerstandslevel, das ist wirklich dick, wirklich groß. Auch hier kommt Gersh Trend langsam schon runter. RSI läuft runter, also fällt aus. Marriott haben wir gar keinen kongruenten Trend, ja, sehen wir hier. Daily ist rot, Weekly ist grün, dementsprechend hier leer, kommt also überhaupt nicht in Frage. Broadcom gefällt mir gut. Broadcom hat hier einen schönen Breakout-Attempt gehabt, also einen schönen Versuch auf dem Weekly hier jetzt schon nach oben auszubrechen. Der ist bisher gescheitert. Mir gefällt das ganz gut, dass der RSI hier im Weekly nach oben läuft. Mir gefällt das gut, dass der Gersh-Trend hier nach oben läuft. Ich kann hier auch mal den Ichimoku reinholen, dann sehen wir das hier auch deutlich über der Wolke, über Rot, über Violett, Blau oben drüber. Also Weekly, ja, gefällt mir gut. Wir sind auch aus dieser letzten Trendlinie hier schon ausgebrochen nach oben. Ja, auch das ist schön. Und jetzt gehen wir in den Tageschart, gucken uns das Ganze hier im Tageschart an, sehen diese Dynamik, die wir heute zum Börsenstart hier drin hatten und sind wirklich punktgenau mehr oder weniger an diesem Level hier am alten Hoch gescheitert und sind hier abverkauft worden. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken noch einmal kurz auf Ichimoku. Wir sehen, wir sind oberhalb der Wolke. Wir sind oberhalb der roten, oberhalb der violetten, blau ist oben drüber. Alles passt hier. Sieht gut aus für die Long-Seite. Ich möchte das Ding gerne kaufen, wenn die mir die Bestätigung bringt, hier über die 4,95 auszubrechen. Ja, dann finde ich das Ding interessant. Ich nehme kurz Ichimoku raus. Für die Zielfindung, ja, wir haben hier ein Doppeltief. Im Prinzip ist es sogar ein Dreifachtief. 1, 2, 3. Da unten würde ich aber gar nicht abstoppen wollen. Ich würde hier abstoppen wollen bei 4,55. Und für unsere Zielfindung gehen wir wieder einmal ganz kurz in unseren Target-Shooter hier rein. Ja, die letzte Korrektur, die gelaufen ist, die setzen wir auf den Ausbruch ran, kommen hier auf den Bereich 570 Dollar als maximales Kursziel und kriegen hier ein Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir hier kaufen, hier unten drunter abstoppen bei 455 von fast 2 zu 1. Ja, das ist super, das gefällt mir sehr gut. Also, wollen wir gerne 4,95, knapp über 4,95 wollen wir kaufen per Stop. Was haben wir hier? 4,95, 4,55. Das sind 40 Dollar. 40 Dollar bei 10 Aktien wären das 400 Dollar. Da liegen wir ungefähr bei unseren 300 Euro, etwas über 300 Euro, die wir ein Risiko haben wollen. Nehmen wir ruhig 10. Ja, die legen wir als Stop hier, als Stop Order hier rein. Den Stop Loss platzieren wir hier unten. Eben auch für unsere Positionsgröße und machen hier eine If-Done Order draus. Ja, wenn hier oben die 4,95 nach oben rausgenommen wird, dann möchten wir hier unten einen Stop drin haben. Ja, und unser Ziel können wir im Prinzip hier auch gleich mit reinlegen. Das legen wir hier knapp unter 5,70. Das wäre eine Limit Order, auch für 10. Ja, die können wir jetzt hier auch erstmal mit einer If dann mit der Einstiegsorder verknüpfen. Und dann verknüpfen wir die zusätzlich noch mit einer OCO. Und jetzt haben wir alles voreingestellt und müssen uns im Prinzip um nichts anderes mehr kümmern. Ja, wir haben die Order drin. Wir könnten jetzt mit unserer Frau nett was essen gehen, können uns die nächsten 3 Tage irgendwie amüsieren und schauen dann, ob die Order ausgeführt worden ist oder nicht. Können dann ganz in Ruhe auch unsere Trades betreuen. Ja. Okay. So, was haben wir noch? Analog Devices. Ah, da hatten wir hier schon mal ein Setup drin. Da können wir einfach mal kurz alles rausnehmen. Ja, zum aktuellen Niveau ist die für mich nicht interessant. Die wäre erst hier oben drüber wieder interessant. Ist aber jetzt auch schon sehr weit gelaufen. Der RSI schwächelt hier. Dementsprechend würde ich hier auch keinen Ausbruch mehr auf der Oberseite handeln wollen. Cisco ebenfalls ganz gut gelaufen.
RSI schwächelt auch hier ein bisschen. Ja, hier oben am alten Hoch ist Widerstand, hier ist Gap Close. Also ist auch ein eventueller Ausbruch über dieses Hoch hier nicht interessant, weil es direkt ein Widerstandslevel ist. Und im Moment sieht es auch hier so ein bisschen bearish aus, ne? So ein bisschen flagging nach unten. Lassen wir auch weg. Fastenal gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Ichimoku Woche, alles positiv. RSI steigt, ist noch nicht ganz hier im Bereich 70, wo ich ihn gerne habe. Aber sieht konstruktiv aus. Hat hoch eröffnet hier mit einem kleinen Upgap. Wird seither abverkauft. Ist aber häufig so, dass wir dann an diesen Bereichen der letzten Tiefs hier irgendwo hängen bleiben. Und da könnten wir hier jetzt tatsächlich mal einen etwas anderen Einstieg planen. Und zwar einen Limit-Einstieg hier vielleicht noch ein bisschen tiefer im Bereich 53,40. Machen ansonsten genau das gleiche wieder wie sonst. Schauen uns also einmal an, wo würde unser Zielbereich liegen. Ja, und ich arbeite eben sehr, sehr gerne mit diesem Bereich der Target-Shooter, wenn wir in einer Aktie sind, ja, die hier fast einfach an einem All-Time-High ist. Da finden wir, so können wir nach links schauen, so viel wir wollen, da finden wir eben nichts mehr, was ich als Zielbereich anbieten würde. Und dementsprechend mache ich das in diesen Aktien so, dass ich einfach schaue, wie groß war die letzte Korrektur. Und dann legen wir dieses Korrekturlevel oben drauf und dann kommen wir hier auf ein Kursziel von 59 Dollar. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen sehen, dass die nach diesem Gap noch ein bisschen weiter hier rein korrigiert, so in diesem Bereich 53,40. Und da würden wir dann gerne kaufen. Und zwar eben diesmal nicht per Stop Order, sondern dann entsprechend per Limit Order. Ja, das ist hier immer wichtig. Den Stop müssten wir tatsächlich hier unten bei 49 platzieren, unter 49. Da hätten wir ja, hier im Bereich 49,30, das sind also 4 Dollar pro Aktie. Da liegen wir bei 100 Aktien, dann ungefähr bei 400 Dollar. Chance-Risiko-Verhältnis ist jetzt hier nicht ganz so optimal. Gehen wir auch einmal kurz rein. Hier ist unser Einstiegsbereich, da unten liegt unser Stop-Bereich. Ja, da haben wir hier nur ein 1,2, 1,3 zu 1. Wenn wir das jetzt einfach künstlich hier noch ein bisschen verbessern wollen, hier in diesem Bereich, ja, vielleicht, was haben wir jetzt hier? Bis zum Ziel, na, ein 1,5, ne? Knapp über 1,5. Dann liegen wir bei 53,10 mit dem Einstieg. Und wenn man per Limit Order einsteigen möchte, dann kann man das machen, dass man einfach drauf setzt, dass die Aktie vielleicht doch ein bisschen weiter zurückkommt, als wir das ursprünglich sehen wollten. Ich meine, wie oft passiert euch das, dass ihr irgendwo in eine Position einsteigt und von dem Moment an, wo ihr dabei seid, steigt die und steigt die und steigt die. Ja, das passiert bei einem Breakout schon häufiger mal. Bei einer Limit Order passiert das ehrlich gesagt nicht so häufig. Da muss man viel Glück haben, um wirklich genau das Tief zu erwischen. Meistens dreht die entweder vorher schon weg und man kommt gar nicht mit. Oder läuft halt doch noch eine Ecke weiter runter, als man das eigentlich sehen wollte und die Position ist erstmal unter Wasser. Ja, und dementsprechend mache ich das ganz gerne, wenn ich sehe, das Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht so ideal, wie ich es gerne hätte. Dann versuche ich einfach so mit einem etwas niedrigeren Limit hier noch dabei zu sein. Es würde an der grundsätzlichen Lage, an der grundsätzlichen Situation nichts ändern. Ja, das Ganze würde erst etwas schlechter aussehen, wenn wir hier unter 51,50 fallen würden. Ja. Dann wäre das Ganze nicht mehr so positiv und da müsste man dann auch schauen, ob man hier vielleicht schon mit dem Scale-Out arbeitet und die Hälfte der Position dann hier schon glatt stellt. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal hier rein. 53,14 setzen wir hier unsere Limit-Kauforder, sichern uns hier unten entsprechend mit dem Stop ab. Ja, und den können wir hier auch direkt schon reinlegen, weil der wird ja nur interessant, wenn die Aktie hier von oben durchläuft und dann haben wir definitiv auch die richtige Position. Ja, jetzt können wir unser Ziel hier noch mit reinlegen. Das wäre die Verkauf-Limit-Order bei 59. Und die verknüpfen wir jetzt aber hier als If dann mit der Einstiegsorder, weil die wollen wir nur dann im Markt haben, wenn auch vorher unser Einstieg geholt wird. Jetzt packen wir das Ganze noch auf die Longliste.
Und damit sind wir für heute durch. Ja, es ist 19 Uhr. Wir lassen noch einmal Revue passieren. Was haben wir hier neu? Wir haben eine Order auf Fastenal. Wir haben eine Order auf LKQ. Wir haben eine neue Position in Discover Financial. Und wir haben noch drei ältere Long-Positionen und eine ältere Short-Position. Ja, so sieht es im Moment hier im Depot aus. Und das werden wir jetzt ganz normal eben laufen lassen. Ich werde das unter der Woche immer mal wieder betreuen und ein bisschen schauen, was sich da ändert. Und eventuell, ach, vielleicht mache ich es einfach so, dass ich diese Updates mal im Traders Yard poste. Also wer einen Traders Yard Zugang hat, der ist ja kostenlos, den kann jeder anlegen, egal ob er einen Agena Trader nutzt oder nicht. Da werde ich dann einfach mal Updates reinposten, wenn ich irgendwo hier Stops hinterherziehe oder sich irgendwas anderes ändert. Dann könnt ihr das, wenn ihr wollt, auch gerne damit verfolgen. Gut, das wäre es von meiner Seite für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass so viele Leute wieder dabei waren. Ich finde das ganz toll immer. Ich weiß das auch wirklich zu schätzen, dass ich hier nicht ins Leere rede, sondern dass doch einige Leute da sind, die gespannt zuhören. Und ja, Nelson, wie sieht's aus? Berühmte letzte Worte. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Martin, für das Webinar heute und natürlich auch vielen lieben Dank an alle, die live dabei waren. Und der nächste Termin steht ja auch schon fest. Der wird ja der 9.8. sein. Ich Ah, freue mich schon ganz hervorragend. darauf. Genau, falls du das noch nicht wusstest, jetzt weißt es. Und ja, anders als der RSI beim Tesla lassen wir den Kopf nicht hängen und ich wünsche dem alle hier die Anwesenden und natürlich alle, die auch die Aufzeichnung sich anschauen werden, eine erfolgreiche Woche und wünsche natürlich auch noch einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Wünsche ich dir natürlich auch, lieber Martin. Und ja, dann Same würde to ich you, sagen, vielen Dank. ja, ich habe zu danken. Dann ja, haben wir es soweit und ja, bis bald. Bleiben Sie Bis gesund. zum Ciao, nächsten ciao. Mal. Bye bye.